Hallo, liebe Zuschauer, heute ein ganz, ganz kurzes Video. Ich wollte einfach mal zeigen, was ich esse. Ich habe so zurzeit so ein neues Lieblingsessen, was ich ab und zu gerne esse. Und zwar besteht das aus zwei Sachen. Ich habe hier einmal libanesisches Fladenbrot. Kennt ihr vielleicht sowas hier? Ja. Gibt es beim Türken, kostet 70 Cent. Sind sechs Stück drin. Und das hat nur 5 Zutaten und hat kein zusätzliches Fett drin oder sowas. Also ist relativ clean, also das cleanste, was man kriegen kann. Und da drauf, ich nehme einfach so eins, ja, und schmier da ungefähr 2 Teelöffel, ja, von der Menge her, Marmelade drauf. Ja, einfach nur Marmelade, und zwar benutze ich diese hier von Rewe Bio, weil das den allerhöchsten Fruchtanteil hat er bei DM oder Rossmann. Die haben 55% Frucht. Das hat 75% und ist auch noch Bio. Also, ja, besser geht's nicht. Ich nehme das hier mit Erdbeer. Dann nehme ich das hier mit Sauerkirsche. Das mag ich. Das ist super, super lecker. Und dann, das mag ich auf dem Brötchen am allerliebsten. Das ist Aprikose. 75%. Ja. Aprikose auf diesen Wraps oder wie man die nennen soll, schmeckt das nicht so unbedingt super, super toll, aber es ist in Ordnung. Auf den schmeckt wirklich Sauerkirsche am besten. Also man nimmt eins davon und dann mit dem Messer so ganz dünn streicht man ein bisschen drauf von der Menge her, wie gesagt, 2 Teelöffel etwa. Ja, und dann sehen die so aus. Kann man das sehen? Ist ein bisschen überbelichtet. Ja, das ist besser. Ja, so sehen die dann aus. Sind ziemlich lecker. Und ja, die esse ich zurzeit ganz gerne. Ihr seht auch, ja, das ist nur wirklich ganz wenig da drin. Also auf keinen Fall da irgendwie so richtig einen Zentimeter dick drauf schmieren, dann ist das einfach nur übertrieben. Und nur damit wirklich ganz, ganz leicht Geschmack drauf ist. Mit Sauerkirsche. So gut. Ist low fat. High carb. Super lecker, absolut zu empfehlen. Wenn ihr das nachmachen wollt. Ich werde auf Instagram jetzt auch ein Bild hochladen. Ja, Leute, das könnt ihr auf jeden Fall ausprobieren. Sind super lecker. So als Mahlzeit oder Zwischenmahlzeit. Gibt Energie. Und ja, das wollte ich einfach nur mal empfehlen. Ja, weil Leute fragen immer Ideen, was kann man essen, was kann man noch essen. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz coole Sache. Von daher ganz kurzes Video und ich bin raus. Peace.